Pfingsten ist für die KJG ein wichtiger Feiertag. Es gibt in ganz vielen Gruppen traditionelle Pfingstlager, die immer mit sehr viel Liebe vorbereitet werden. Und auch jetzt in der Pandemie bemühen sich sehr viele Gruppen darum, für Kinder und Jugendliche tolle Angebote zu schaffen. Pfingsten hat aber auch historisch eine große Bedeutung für die KJG. Denn bevor die KJG sich 1970 gegründet hatte, trafen sich 1968 an Pfingsten in Münster 13.000 Jugendliche und junge Erwachsene aus den beiden Verbänden, die nachher die KJG gründen sollten, zu einem Pfingsttreffen. Die Verbände forderten eine Demokratisierung von Kirche und Gesellschaft. Diese wollten sie aktiv mitgestalten, indem sie die Rechte von Kindern und Jugendlichen vertreten, sich sozial engagierten und auf den Abbau von autoritären Strukturen pochten. Damit nahmen die Verbände ein bisschen Abstand von der recht kirchenunkritischen Haltung, die sie zuvor hatten. Um mal einige der radikalen Forderungen zu nennen. Es ging um so Dinge wie BürgerInnennähe der Kirche. Es ging um Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen an ihrer eigenen Freizeit. Es ging um Geschlechtergerechtigkeit oder einen frühen Weg hin zu dem, was wir heute Geschlechtergerechtigkeit nennen. Um den Abbau autoritärer Strukturen und um Ökumene. Also alles Dinge, von denen wir heute sagen, es war dringend nötig, dass diese 1968 begonnen wurden. Was manche als Meinung unreifer Jugendlicher abtaten, war für andere ein starkes Zeichen und ein neuer Akzent in der katholischen Jugendverbandsarbeit. Die moderne Form der Veranstaltung und vor allen Dingen die Kritik der Verbände an Kirche, Gesellschaft, Sexualmoral sorgten für ein heftiges Echo in der Öffentlichkeit. Die Delegierten wurden von anwesenden konservativen JournalistInnen Protestler und Revoluzzer genannt und es gab große Diskussionen in der Presse nach der Veranstaltung. Pfingsten 68 war aber nicht nur organisatorisch ein großer Schritt für die KJG, weil es eben mit großen Schritten auf die Gründung 1970 und den Zusammenschluss der beiden Verbände zuging, sondern auch inhaltlich gab es entscheidende Neuerungen. Und noch ein kleines KJG-Highlight nahm quasi 1968 so richtig seinen Anfang. Denn der Seelenbohrer, unser Logo, wie wir es heute alle kennen und lieben, wurde extra für diese Veranstaltung 1968 entworfen. Es gab in Altenberg im Jahr vorher ein Vorbereitungswochenende für dieses Pfingsttreffen. Und da war ein junger KJGler, 19 Jahre alt, aus Bensberg, also auch aus unserem Bistum. Und der hatte in einem Siebdruckwettbewerb den ersten Aufschlag für den Seelenbohrer gemacht. Damals war noch ein Rahmen drumherum und es standen eben die Worte zur Antwort bereit, wie das Pfingsttreffen hieß, dabei. Und ja, den VeranstalterInnen hat das dann so gut gefallen, dass sie sich entschlossen haben, dieses Logo zu übernehmen. Und dann ist es seinen weiteren Weg gegangen. Und jetzt haben wir immer noch den Seelenbohrer. Warum der übrigens Seelenbohrer heißt, das weiß niemand mehr so genau. Und auch Alfred Klever sagt, er war auf jeden Fall nicht dafür verantwortlich und weiß auch nicht genau, wo der Name herkommt. Ihr seht also, Pfingsten und die KJG, das ist eine wirklich lange Geschichte und sie wird hoffentlich auch noch sehr lange weitergeschrieben. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Pfingstwochenende. Tschüss!